Nuggets. Gold. Seit Jahrtausenden lockt es die Menschen in die entferntesten Winkel der Erde. Wir folgen ihren Wegen. Den Spuren von Gier, Rausch und... Michael Dianda ist ein Abenteurer. Er sucht nach dem gelben Stoff der Träume. Dafür riskiert er sein Leben. Wochenlang durchkämmt er den Dschungel von Papua-Neuguinea mit nur einem Ziel: das Gold zu finden. Eine alte Beschreibung hat ihn auf die Fährte gebracht. Die Flagge des Kaiserreichs weht über der Küste Neuguineas. Jetzt haben auch die Deutschen ihren so heiß ersehnten Platz an der Sonne. Die Kokosplantagen der Südseekolonie sollen reichlich Profit abwerfen. Doch lange Jahre profitieren nur die Moskitos von der Anwesenheit der deutschen Kolonialbeamten. Da hat ein gewisser Rudolf Olderb eine Idee. Im unerforschten Landesinneren vermutet er ein Eldorado. Er plant eine Expedition. Von seinem Goldabenteuer wissen wir nur durch einen Brief, den er der Nichte seines Kameraden schrieb. Darin berichtet Olderb von ihrer Jagd nach dem Gold der grünen Hölle. Das deutsche Kolonialgebiet in der Südsee. Das riesige Binnenland der Hauptinsel Neuguinea, stolz Kaiser Wilhelms Land genannt, ist gänzlich unerforscht. Südseeromantik. Doch die täuscht. Das Leben der weißen Siedler ist alles andere als paradiesisch. Tropenfieber und Widerstand leistende Eingeborene sind die Wirklichkeit hinter der Traumkulisse. Gerüchte über Menschenfresser in den Bergen dämpfen die Entdeckerlust der Südseekolonisten gewaltig. Doch zwei lassen sich von alledem nicht abschrecken. Rudolf Olderb und Wilhelm Dammköhler, kurz vor dem Start ihrer Expedition ins Ungewisse. Wir schreiben das Jahr 1909. Die Träger nehmen Proviant und Werkzeug auf. Noch notiert Olderb zum Beginn der Jagd nach Eldorado: Am 25. Juli waren wir von der Küste aufgebrochen. Zu Anfang ging alles glatt. Das Bergland im Inneren Papua-Neuguineas. Unwegsam, wild, zerklüftet wie vor 100 Jahren. Am ehesten kommt man immer noch auf den Dschungelflüssen vorwärts. Fliegende Hunde. Für die Einheimischen sind sie die Boten des Bösen. Zwei Deutsche auf den Spuren der beiden Kolonialbeamten. Mit den Aufzeichnungen Olderbs im Gepäck. Heute wie damals auf der Suche nach dem einen: Gold. Ariane Golpira ist die Partnerin von Michael Dianda. Der Trip im Einbaum ist für das ehemalige Mannequin mittlerweile Routine. Vor 12 Jahren hat die moderne Jane der Modewelt Adieu gesagt, vom Goldfieber gepackt. Zuerst war das natürlich schon wie ein Hammerschlag, wenn man da als Stilisierter in so eine fantastische Wunderwelt eintaucht.
Die ersten 2 Jahre hatte ich auch unwahrscheinlich Angst. Das legte sich dann aber ganz schnell, nachdem ich einen sogenannten Urwaldführerschein gemacht habe. Und Michael sagte damals, ich zeig dir zuerst das Leben und das Überleben im Urwald, bevor du dann eben fähig bist, da alleine dich zurechtzufinden. Und eben dann kommt erst die Goldarbeit. Überleben im Wald, durch den Wald, ist Jandas Maxime. Er ist wochenlang allein im Dschungel unterwegs. So viel Proviant kann kein Mensch tragen. Der Abenteurer ernährt sich dann von erlegtem Wild, Fischen, von Beeren und Blättern. Er weiß, ein falsches Blatt kann tödlich sein. In denselben Flüssen wie einst Oldörp und Dammköhler sucht Diander heute nach Gold. Wie wählt er die geeigneten Stellen aus? Durch Erosion tritt das Gold in den Fluss. Ist 9-mal schwerer als Gestein und 19-mal schwerer als Wasser. Was zur Folge hat, dass das Gold immer den tiefsten Punkt suchen wird. Und der tiefste Punkt in einem Tal ist das Bachbett oder das Flussbett eines Flusses. Durchs Geröll hindurch auf den massiven Fels. Und je weiter dieses Gold gen Tal wandert, umso kleiner wird es von den Steinen im Fluss zermahlen. Und wenn man einmal weiß, was da vonstatten geht, kann man ganz gezielt Proben nehmen, um dann auch später Maschinen einzusetzen. Doch Wissen allein genügt nicht. Glück und noch mehr Geduld braucht der Schatzjäger auf seiner Suche nach der richtigen Stelle, nach dem Eldorado im Fluss. Ein mühsames Geschäft und in Papua nicht ganz ungefährlich. Der Kosmos der Papuas wird beherrscht von Geistern, Riten, Gewalt. Die Goldsucher stoßen in eine noch weitgehend unberührte, fremde Welt vor, die gerade erst der Steinzeit entwachsen ist. Konflikte werden oft noch mit Äxten, Speeren und Messern ausgetragen. Ein rätselhaftes Land mit über 700 verschiedenen Sprachen, unzähligen Clans und ebenso vielen Ritualen. Für den Fremden undurchschaubar. Für die deutsche Goldexpedition von 1909 ist die Schattenwelt des Urwalds lebensgefährlich. Ein riskanter Vorstoß in die Terra Incognita, in unbekanntes Land, das noch nie zuvor von einem Weißen betreten wurde. Rudolf Oldörp schreibt: Anfangs kamen wir mit unseren Trägern gut voran. Doch dann gelangten wir in dichtem Wald, der uns zur zeitraubenden Wegearbeit nötigte, die unseren Proviant immer mehr schwinden ließen. Zudem beschleicht die Eindringlinge das Gefühl, beobachtet zu werden, ohne je einen der berüchtigten Menschenfresser zu sehen. Auch die Träger haben Angst. Wir gingen über den Markham-Fluss und kamen in eine scheinbar menschenleere Gegend, berichtet Oldörp nüchtern in seinen Erinnerungen. Sollten sie nach den unmenschlichen Strapazen hier endlich ihr Glück finden? Die Zeit drängt, die Vorräte sind fast aufgebraucht und die schwarzen Träger weigern sich, noch tiefer in den Urwald einzudringen. Die Goldwaschpfanne von Wilhelm Dammköhler, das einzige Hilfsmittel bei der fieberhaften Suche. Und dann, am 10. September, Gold. Das größte Stück war wie ein halber Stecknadelkopf groß. In den Bergen, dort wo der Fluss herkommt, muss es noch viel mehr Gold geben. Davon sind Diander und seine Partnerin überzeugt. Doch obwohl er auf den Spuren der kaiserlichen Goldpioniere wandert, hat der Deutsche seit Wochen so gut wie nichts in seiner Pfanne. Sisyphusarbeit.
Die trichterförmige Edelstahlkonstruktion ist eine Spezialanfertigung, nach dem Vorbild südamerikanischer Holzpfannen. Dianda schwört auf sein leichtes, unempfindliches Gerät. Im entscheidenden Moment lässt es ihn nicht im Stich. Endlich. Ein Volltreffer. Hier wird sich der teure Maschineneinsatz lohnen. Doch zuerst muss der Goldsucher die Landfrage klären. Nur wenn die Einheimischen zustimmen, darf er mit dem Schürfen beginnen. Er stellt sich auf langwierige Verhandlungen mit dem Clanchef ein. Und wenn der irgendwann Ja sagt, müssen erst noch die Götter befragt werden. So sind die Spielregeln im Urwald von Papua. Mit dem Helikopter bringt Ariane Proviant, Ausrüstung und Maschinen in die unzugängliche Goldregion. Alles muss genau geplant sein. Zu viel Geld steht für die beiden Schatzsucher auf dem Spiel. Mitten im Nirgendwo. Das Wrack eines abgestürzten Flugzeugs. Zeugnis von blutigen Kämpfen, als im Zweiten Weltkrieg die Japaner nach den Rohstoffen der Südseeinseln griffen. Die Schätze des Landes, das ist Gold und immer wieder Gold. Aus der Luft entdecken wir die Spuren des Goldrausches am Eddy Creek. Dort, wo schon Oldorp und Dammköhler suchten, stießen 1929 Australier auf daumendicke Nuggets. Tausende stürmten die Goldfelder der unberührten, über 3000 Meter hochgelegenen Region. Die Wunden, die sie der Erde schlugen, sind bis heute nicht verheilt. Der Dschungelpilot zeigt Ariane die Reste des industrialisierten Goldabbaus am Eddy Creek. Gigantische Schwimmbagger, jeder über 2500 Tonnen schwer. Am Ende der Welt. Rostende Zeugnisse eines gierigen Rausches. Vierzig Junkers-Flugzeuge flogen täglich zu Hochzeiten des Goldrauschs von der Küste ins Bergland. Sie versorgten die Fabriken mit Menschen und Maschinen, die Schürfer mit Proviant und Baumaterial. Eine gewaltige logistische Leistung. 1930 werden hier mehr Tonnen Fracht in die Lüfte gehoben als im gesamten Rest der Welt. Diese abschüssige Wiese in den Bergen bei Wau ist für wenige Jahre der meistfrequentierte Flugplatz auf dem Globus. Stück für Stück werden die Schwimmbagger vor Ort zusammengebaut. Sie durchwühlen ganze Täler nach dem gelben Metall. Als der Rausch vorbei ist, wurden die stählernen Ungetüme zurückgelassen. Nach dem Raubbau wird die Natur auch noch als Müllhalde missbraucht. Angesichts der rostenden Bagger, Mahnmale einer ungezügelten Goldgier, wirken Individualisten wie Ariane Golpira mehr als bescheiden. Sie möchten auf ihrer Jagd nach dem Schatz der grünen Hölle so wenig Spuren wie möglich hinterlassen. Auf ihrem Weiterflug zum Rendezvous in den Bergen wird Ariane immer unruhiger. Ist es Michael mittlerweile gelungen, das Okay des Stammes und der Götter zu bekommen? Und ist die Lage dort oben überhaupt noch friedlich? Wegen viel Geringerem als Gold wird in der wilden Welt Papuas beinahe jeden Tag ein Mensch erschlagen. Ja.
Vorbereitung zu einem geheimnisvollen Ritus. Die traditionelle Bemalung gibt es, seit sich die Menschen erinnern können. Das Wissen um ihre magische Wirkung wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die Geister der Berge sollen angerufen werden, um zu erfahren, ob sie das Ansinnen der Weißen für gut heißen. Der Clan würde gern mit den deutschen Schürfern zusammenarbeiten, doch das letzte Wort haben die Götter. Stundenlang tanzen die Papuas um das Feuer und lassen es nicht aus den Augen. Steigt der Rauch des Feuers nach oben, haben die Götter das Opfer angenommen. Und sie sind den Deutschen wohlgesonnen. Michael und Ariane dürfen mit der Arbeit beginnen. Doch zuvor wird gemeinsam gefeiert. Das ist der Vertrag. Der Stamm erhält die Hälfte des geförderten Goldes. Zusätzlich werden die Arbeiter, Jäger und Köchinnen bezahlt. Für beide Seiten ein gutes Geschäft. Falls der Fluss tatsächlich so goldhaltig ist, wie die Proben versprechen. Zur Feier des Tages wird ein Wildschwein im Erdofen gegart. Das seltene Festessen, von den Einheimischen Mumu genannt, wird mit allerlei exotischen Beilagen serviert, nach deren Zusammensetzung wir lieber nicht fragen. So gestärkt kann die Goldsuche auf der Spur der deutschen Abenteurer von 1909 beginnen. Deren Lage aber wurde immer auswegloser. Da unsere Lebensmittel fast aufgezehrt waren, mussten wir unsere Schwarzen nach Hause schicken. So behielten wir noch einen Reisevorrat, der für uns beide 3 Wochen reichen sollte. Zwei kaiserliche Schürfer allein im Dschungel. Die unheimliche Wildnis stellt ihren wilhelminischen Pioniergeist auf harte Proben. Die erste Nacht ohne einheimische Träger. Sie besprechen die mögliche Route. Werden sie irgendwann ihr Ziel erreichen? Zu den Zweifeln beschleicht sie wieder das Gefühl, beobachtet zu werden. Beide denken das Gleiche, ohne es auszusprechen. Menschenfresser? Die Bergmenschen fürchten die Geister der Nacht, die sie mit ihren Masken zu bannen versuchen. Deshalb würden sie nie bei Dunkelheit angreifen. Doch woher sollen Oldörp und Dammköhler das wissen? Hundert Jahre später. Ein Einheimischer bewacht die ganze Nacht das Lagerfeuer der heutigen Glücksritter, die morgens um 5 Uhr aus ihren Schlafsäcken kriechen. Michael bringt die Kerosinlampe in Gang und Ariane setzt den Kaffee auf. Fast wie zu Hause. Guten Morgen. Hallo, Süße. Doch die beiden Schürfer sind nervös. Heute geht es um sehr viel Geld. Haben sie wirklich die richtige Stelle gewählt? Werden die Arbeiter mit den Geräten zurechtkommen? Spielt das Wetter mit? Die Jagd nach dem Gold kommt in die heiße Phase. Mit wenigen Handgriffen wird die Dredge, eine Art schwimmender Staubsauger, zusammengesetzt. Es läuft wie geschmiert. Die nächste Hürde.
Die Maschine muss am felsigen Ufer vertäut werden. Michaels System wird von einem 16 PS Motörchen angetrieben. Und er läuft. Über Jahrhunderte hat der Fluss aus den Bergen Gold hierher gespült, das die Goldsucher mit ihrem leichten, flexiblen Schwimmgerät nur noch aufsaugen müssen. So will es die Theorie. In der Praxis müssen sie erst einmal schwere Gesteinsbrocken wegräumen, die den Weg zum begehrten Stoff versperren. Und dann bleibt immer noch die Ungewissheit, ob sich die Schinderei überhaupt lohnen wird. Das Prinzip ist einfach. Das goldhaltige Flussgestein wird eingesaugt und über ein Riffelsieb geleitet, wo das schwere Gold sich absetzt. Das leichte, taube Gestein wandert mit dem Wasser sofort in den Fluss zurück. Stundenlang tauchen sie nach dem Schatz der Tiefe. Wichtig ist ihnen dabei ein ökologisch reines Gewissen. Im Gegensatz zu den großen Minengesellschaften ist ihr Eingriff in die Natur tatsächlich minimal. Die großen Minen, bei denen geht es einfach nur um Umsatz, egal auf Kosten von was. Denn der Kanadier oder der Amerikaner oder der Australier kommt ja nach Beendigung seiner Arbeit wieder zurück in sein sauberes Land. Er kommt also nach Papua, versucht möglichst viel zu erreichen oder auch nach Südamerika und geht dann wieder zurück in sein sauberes Land, nimmt also gar keine Rücksicht auf seine Umgebung, während wir bewegen eigentlich nichts weiter als Steine vom Fluss von Punkt A nach Punkt B. Genau das, was der Fluss bei jedem Hochwasser macht. Wenn ich 10 Monate irgendwo gearbeitet habe, wird keiner feststellen, dass ich überhaupt da gewesen bin. Gewaltige Detonationen. Tägliche Routine in der Großmine Porgera im Hochland der Hauptinsel. Die Mine ist eine der größten Devisenquellen des Staates Papua-Neuguinea. Betreiber ist ein kanadischer Konzern, der goldhaltiges Erz im Tagebau ausbeutet. Das Loch hat mittlerweile einen Durchmesser von 4 Kilometern. Mit den Sprengungen wird immer neues Material für die Goldmühlen aus dem Fels gebrochen. Arbeiter bewegen mit ihren monströsen Maschinen jährlich 7 Millionen Tonnen Gestein, um an das gelbe Geld zu gelangen. Der Muldenkipper ist so groß wie ein Einfamilienhaus. Auf seiner Ladefläche fährt er höchstens ein paar Gramm Gold spazieren. Die Masse macht's. Sieben Millionen Tonnen erzhaltigen Gesteins ergeben jährlich 28 Tonnen Goldstaub. Also 250 Tonnen unserer Erde für ein einziges Kilogramm Gold. Doch die Beschädigung der Natur geht noch weiter. Um das Gold vom Gestein zu trennen, ist ein aufwendiger chemischer Prozess nötig. Dabei wird Cyanid eingesetzt, ein Blausäuresalz. Die Minenmanager sind stolz darauf, dass sie durch technische Verbesserungen jedes Jahr weniger davon benötigen. Ob das der geschundenen Umwelt noch etwas nützt? Im Hochsicherheitstrakt der Porgera-Mine. Vorbereitung der Goldschmelze. Alle 3 bis 4 Tage hat sich genug Goldstaub angesammelt. Die Spezialisten tragen Hitzeschutzanzüge. Gold schmilzt bei 1063 Grad Celsius. Den wenigsten der 2500 Mitarbeiter, die sich täglich mit und an den Steinen abrackern, ist der Blick auf den spannendsten Moment erlaubt.
Sicherheit hat oberste Priorität, wenn der Traum vom Gold Gestalt annimmt. Ein Barren wiegt 20 Kilogramm. Beim derzeitigen Weltmarktpreis ist das ein Wert von 240.000 Euro. Ist das mehr wert als eine unberührte, intakte Natur? Mag sie auch noch so fern hinter mehr als sieben Bergen liegen? Einst galt Gold als heilig, mit seinem unzerstörbaren Glanz. Ein Geschenk von Mutter Erde. Doch Gold wurde zum großen Geschäft. Der Fluch des Goldes. Manchmal klebt Blut am glänzenden Metall. Oft Schweiß und meistens jede Menge Dreck. Papua macht da keine Ausnahme. In 10 Jahren wird die Mine von Porgera ausgebeutet sein. Die weißen Ingenieure werden abziehen. Zurück bleibt eine entwurzelte Bevölkerung mit vergifteten Böden und Flüssen. Da kommt einem unwillkürlich der Indianerspruch in den Sinn, dass die Menschen irgendwann feststellen werden, dass man Geld nicht essen kann. Die Gier nach Gold trieb auch Oldörp und Dammköhler 1909 schließlich ins Verderben. Aber sie fühlten sich nicht als Eindringlinge, sondern als unschuldige Opfer von Wilden. Als wir um 4:45 beide am Zelt saßen, wurden wir plötzlich mit ohrenbetäubendem Geheul von etwa 30 Männern überfallen. Wir griffen zu unseren Waffen. Es folgte ein furchtbarer, verzweifelter Kampf. Oldörp schildert in seinem Brief an die Nichte Dammköhlers die Chronik der Tragödie. Einer nach dem anderen der Schwarzen sank dahin. Doch Dammköhler hatte schon 4 schwere Pfeilwunden. Dann war auch meine Kraft zu Ende. Ich wandte mich dem armen Dammköhler zu. Er blutete aus 11 Wunden. Davon waren 3 tödlich. Ich bettete ihn behutsam. Dann sank auch ich ohnmächtig nieder. Das Ende der Goldträume zweier Besatzer auf Papua. Zwei Stammeskrieger auf der Jagd zum Wohle von Michael Dianda und seinem Camp. Der Clanchef hat die beiden Jäger zur Frischfleischversorgung abgeordnet. Sie sind auf der Suche nach dem so geliebten Wildschwein. Mehrere Fallen sind aufgestellt. Eine schnappt zu. Vorsichtig pirschen sie sich heran. Die Freude ist groß und der Rest tödliche Routine. Ein Zusammenspiel von Leben und Sterben, das uns Städtern fremd geworden ist. Ariane mit dem Speer auf Fischfang.
bei dem trüben Wasser alles andere als einfach. Die Dschungelfrau muss zudem die Brechung des Lichts an der Wasseroberfläche bei ihren Stößen berechnen. Das Überleben in der Wildnis will gelernt sein. Gewusst wie auch beim Bau eines Backofens. Ein paar Steine, ein ausgedientes Ölfass und Lehm vom Fluss mit Blättern vermengt. Eigentlich ganz einfach. Die Konstruktion funktioniert. Die Krieger helfen beim Kochen. Ariane lernt die Zubereitung der Kokosnuss in allen Variationen. Doch heute wird der Dschungelspeiseplan durch etwas äußerst Exotisches bereichert. Durch das Urwaldcamp zieht der Duft von frisch gebackenem Brot. Für die Einheimischen etwas völlig Unbekanntes. Die ersten Semmeln aus dem improvisierten Backofen sind fertig. Die Deutsche belegt sie liebevoll mit Fleisch und Zwiebeln. Eine gute Stimmung im Camp ist enorm wichtig, sagt sie, weil man nie vergessen darf, dass wir in einer der gefährlichsten Gegenden der Welt arbeiten. Ein falsches Wort kann genügen, um aus Freunden Feinde zu machen. Am Fluss wird es spannend. Dianda ist seit Stunden im Wasser. Ist er auf eine besonders ergiebige Stelle gestoßen? Stimmt die Lagebeschreibung aus Oldörps Bericht? Ein Arbeiter kontrolliert ständig das Rutschsieb. Ihm darf nichts Wertvolles entgehen. Die Jagd nach dem Gold ist kein Kinderspiel. Man braucht Know-how, eine kräftige Konstitution und die richtige Nase. Diesmal hat sie ihn nicht getrogen. Der ganze Boden schimmert goldgelb. Ein kleines Eldorado. Endlich. Nachdem die ersten Arbeitsstellen so wenig einbrachten. Michael saugt bis auf den blanken Fels alles ab. Aufregung auch im Camp. Ein Arbeiter ist an der Schwimmdretsch verunglückt. Es ist zwar nur eine Schnittwunde, doch jede Verletzung muss sofort gemeldet werden. Infektionen, verursacht durch mangelnde oder gar keine Hygiene, können im Dschungel tödliche Folgen haben. Oh no! Oh yes! Der tapfere Krieger fürchtet die Jodtinktur. Doch die Dschungeldoktorin kennt kein Erbarmen. Am Fluss ist eine noch viel gefährlichere Krankheit ausgebrochen. Das Goldfieber. Ja, das ist der Traum von der Million, vom schnellen Geld. Man geht, bückt sich von den ganzen Strapazen, weiß keiner was. Und es liegt ja auch nicht überall rum. Man muss wissen, warum ist Gold wo? Es ist also ein Prozess, da reinzukommen. Und wenn man weiß, wie sich Gold wo bewegt und wo ablagert, dann ist es natürlich eine Faszination, wenn man auf der Suche ist, hat dann den Fels freigeräumt und auf einmal ist es überall gelb gesprenkelt und Risse von 10, 15, 20 Meter Länge sind dicht bei dicht mit Nuggets gespickt. Das ist einfach, bis heute kriegt man Schweißausbrüche hinter der Tauchermaske. Der Lohn des Schweißes. Die Ernte von 6 Stunden Arbeit unter Wasser. Hell glänzt das wertvolle Metall. Auf mehrere tausend Euro schätzt der Goldjäger die Tagesausbeute. Doch das ist noch lange kein Grund zu jubeln. Im Verhältnis zu den Rechnungen für Maschinen, Proviant und Helikopterservice. Im Teppich des Feinsiebs ist der Goldstaub gefangen. Neugierige Blicke. Die Gier nach dem Gold ist für die Abenteurer die größte Gefahr. Sie macht die Menschen unberechenbar. Deswegen ist Michael Dianda beim Goldwaschen eigentlich am liebsten ganz allein.
Davon haben Oldörp und Dammköhler 1909 geträumt. Dianders Erfolg beweist, sie waren auf dem richtigen Weg. Das Gold lag zum Greifen nahe. Ein kritischer Blick in die Maschine. In den Leitungen ist noch jede Menge Beute. Auch das letzte Körnchen wird ausgespült. Am Ziel der Träume? Alright, I think it's clean. Eine Giftschlange. In der Nähe des Backofens ist sie entdeckt worden. Ariane hat großen Respekt. In ihrer Medikamententasche ist nämlich kein Schlangenserum. Das würde nichts bringen. Im Urwald von Papua leben viel zu viele unterschiedliche Arten. Die weiße Dschungelfrau wird das Reptil möglichst weit weg vom Lager bringen. Das geschieht ohne Panik. Sie hat gelernt, mit der Gefahr zu leben. Mein schönstes Erlebnis, das ich eigentlich so nach 2 Jahren Urwaldaufenthalt hatte, dass ich plötzlich gemerkt habe, hoppla, ich bin ja total angstfrei. Und ich kann mich jetzt jeder Gefahr stellen, natürlich nicht kopflos, überall ein Risiko, das bedacht werden muss. Aber ich habe eigentlich vor nichts mehr Angst, nein. Welche Erfahrung zieht Ihr Lebenspartner Michael Dianda aus dem Abenteuer in der Wildnis? Man vermisst natürlich als zivilisierter Mensch schon einiges. Angefangen davon, dass man gewöhnt ist an Bequemlichkeiten wie Bett, Kühlschrank, Dusche, der Laden um die Ecke, Auto, alles bequem. Und hier ist eben alles unbequem. Hier ist alles genau konträr. Und die Faszination ist eigentlich, zu lernen, mit wie wenig man glücklich sein kann. Er war glücklich, sein bloßes Leben gerettet zu haben. Rudolf Oldörp erinnert sich. Wie ich mich dann an den Fluss heruntergeschleppt, ein Floß gebaut habe und 5 Tage und Nächte damit den Markham hinuntergeschwommen bin, das ist mir heute noch ein wüster Traum. Mechanisch steuerte ich das Floß und führte wirre Gespräche mit Dammköhler, den ich in meinem Fieber neben mir wähnte. Nach seiner Genesung im Tropenkrankenhaus berichtet Oldörp vom traurigen Ende des Goldabenteuers von 1909. Der Brief an die Nichte seines gefallenen Freundes endet mit ungebrochenem Pathos. Bei dem weichen Klagegesang der Trauerfeier schlichen auch mir scheue Tränen über die Wangen um den Verlust des getreuen Eckehart. Möge ihm die Erde leicht sein. In Trauer um ihren teuren Entschlafenen, Rudolf Oldörp. Der Preis des Goldes. Der Fluch des Goldes. Was macht die magische Faszination des schimmernden Metalls aus? Woher kommt das Fieber, der Rausch? Menschen wie Michael Dianda haben ihre ganze Existenz der Wildnis und der Jagd nach den Nuggets verschrieben. Ich bin ja sehr oft gefragt worden, warum nun gerade Gold? Gold ist für mich halt die einzigste Möglichkeit, produktiv im Wald zu arbeiten, ohne dabei zu zerstören. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Ich würde keine Bäume umlegen oder ganze Berge verschieben, um diese gleiche Arbeit zu machen. In Südamerika ging ein Goldstrang unter einen vielleicht 600 Jahre alten Baum und ich kalkulierte das Gold da vielleicht auf 1 Kilo. Und die Leute haben mich für verrückt erklärt, dass ich nicht den Baum umgelegt habe, sondern habe gesagt, wir arbeiten weiter geradeaus und lassen den Baum stehen. Ne? Also Geld ist einfach nicht alles. Nuggets. Flussgold, so wie es die Natur geformt hat. Dieser Anblick ist für Michael Dianda unvergleichlich. Immer wieder haben Menschen versucht, Gold künstlich herzustellen. Vergebens. Es ist ein einzigartiges Geschenk der Natur. Strahlend, unvergänglich. Der Stoff, der Ewigkeit verheißt. Der Stoff, der Menschen süchtig macht. Vielleicht ist das sein Geheimnis. Das gesamte, je auf der Welt geförderte Gold würde in einen Würfel mit 18 Metern Kantenlänge passen.
die Magie des Goldes. Wer ihr verfällt, erntet die Tränen der Götter, wie die Inka es nennen. Generationen von Goldsuchern in Papua bezahlten ihr Fieber mit dem Leben. Das Paradies gibt es nicht. Auch wenn die Sonnenuntergänge über den Stränden von Vivek das vorgaukeln wollen. Der Glanz täuscht das Auge nur. Und manchmal auch den Verstand.